just make me crack, crack. Hallo Leute, willkommen zurück. Ich bin's immer Jan und ja, wir sind diesmal nicht bei Naruto, sondern bei Trackmania. Und ja, das ist auch hier live und ich hoffe, die Map wird gut sein, weil ja, ich habe sie noch nicht vorher ausprobiert. Und ja, ich habe hier ein paar Infos zu Naruto, beziehungsweise was heißt ein paar, eigentlich nur eine kurze, warum das halt heute nicht kommt. Nur da sage ich halt dann ein bisschen mehr zu. Und zwar kommt heute kein Naruto, weil ich hatte nicht genug Zeit, Naruto aufzunehmen. Und das liegt einfach daran, ich hatte halt, das liegt halt daran, weil ich habe mir das Naruto jetzt auch noch für PC geholt, also Naruto Full Burst. Und ja, deswegen dachte ich, okay, kann ich es auf PC aufnehmen und alles ist gut. Brauche ich PS3 diesmal nicht, weil, boah, gut, falsch gefahren, egal. Keine Ahnung, ich wollte es halt auf PC ausprobieren, gedacht, ich kann da auch direkt alles aufnehmen und so. Und ich jetzt auch nicht extra für Naruto extra mal PS3 eben anmachen wollte für drei Parts oder so. Und keine Ahnung, auf jeden Fall dachte ich, ich kann es auf PC aufnehmen. Ja, falsch gedacht. Und zwar ist auf PC eine 30 Frames Framelock drin. Das heißt, man kann nicht mehr als 30 Frames kriegen. Und ja, wenn man dann auf dem PC das aufnimmt, dann kann das ziemlich problematisch werden. Denn ich weiß nicht wieso, aber es liegt auch selbst an den Einstellungen oder so. Ich habe das irgendwie mal hingekriegt durch eigene Einstellungen, dass ich dann auch aufnehmen konnte mit 30 Frames, aber ich hatte keinen Bock, die jetzt wieder rauszusuchen, weil nachher habe ich die weggemacht, die Einstellungen, und es ging immer noch, aber anscheinend nur, weil es halt vorher so eingestellt wurde. Und naja, ich wollte jetzt das nicht nochmal extra ausprobieren, weil ich hatte, als ich das halt geschafft hatte, okay, ich habe irgendwo einen Checkpoint vergessen, halt auch nicht mehr die Zeit gehabt, es aufzunehmen. Okay, das packt gerade hier rum. Ah ne, das hat jetzt wahrscheinlich jetzt geladen, das Holz. Oh, cool. Und ja, das ist eigentlich schade, weil ich wollte halt, wie gesagt, auf PC aufnehmen. Und ich wollte auch eigentlich noch Full Burst halt hier gegen Kabuto den Kampf aufnehmen. Und ja, wie gesagt, das ging halt wegen Framelock nicht, weil ich habe, wenn ich aufnehme mit DxTool nur 20 Frames. Vielleicht werde ich das halt noch machen, weil dann muss ich die Einstellung halt nochmal suchen. Aber wollte ich halt jetzt nicht unbedingt machen, weil ich da keine Lust drauf hatte. Und ja, ich fail die gerade. Und ja, so ist es halt. Und naja, was auch noch scheiße ist bei PC, ist, dass bisher der Multiplayer rumbackt. Und zwar habe ich jetzt noch kein Multiplayer-Game zu Ende bringen können, weil ich immer einen Verbindungsfehler hatte. Und ja, das ist halt normal, der Fehler, den haben eigentlich so gut wie alle. Nur bei manchen können sie dann zumindest ein paar Games noch zu Ende bringen. Und naja, ist auch noch schade, aber ich hoffe und denke auch, dass CyberConnect2 das hier patchen wird, so wie ich die kenne. Muss ich hier dann auch noch irgendwie lang vorher, oder? Nö. Warum habe ich denn das für nicht geschafft? Egal, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, der Grund ist, im Prinzip ist der Grund einfach nur, dass ich halt keine Zeit hatte aufzunehmen. Ah, hier lang muss ich, okay. Der eigentliche Grund ist einfach, dass ich halt, wie gesagt, keine Zeit hatte, weil ich halt dachte, ich kann auf PC aufnehmen. So war es aber nicht und naja, ich denke, ich habe eigentlich alles gesagt. Auf jeden Fall tut es mir leid, müsste halt heute mit Trackmania auskommen. Ich denke, am Sonntag wird dann wieder Naruto kommen. Und ja, ich denke jetzt, ich werde die nächste Strecke mal immer noch fahren und dann auch das Video beenden, weil es soll eigentlich nur so kurze Info sein. Und ja, aber was ich sagen muss, ist cool, das wusste ich nicht, dass bei Full Burst sogar direkt alle Charakter, also nicht Charakter, sondern alle hier Kostüm-DLCs dabei sind. Das finde ich cool. Und man sieht auf jeden Fall, dass es PC ist, weil es sieht doch schon noch um einiges besser aus. Das ist um einiges. Man sieht, es ist halt die Kantenglättung. Man sieht das richtig. Das ist schon, es sieht auf jeden Fall besser aus. Und ja, ich hoffe einfach, ich habe alles gesagt. Wenn nicht, dann fragt mich in den Kommentaren, wenn euch irgendwie was unklar ist oder so, weil ich was vergessen habe. Und ja, wie gesagt, dann sorry, dass ich hier jetzt kein Auto kommt. Sonntag wird Naruto wieder kommen und ich hoffe, die werden das noch auf dem PC fixen, damit ich da auch noch gescheit spielen kann. Weil bisher kann ich da nur offline spielen und das dann nach der Zeit auch ein bisschen langweilig, weil man merkt einfach, dass es... ich habe hier gerade nur so viele Frames, naja, egal. Man merkt schon, dass es halt Computer sind, die spielen halt einfach anders als richtige Spieler. Und naja, ist dann halt irgendwann nach der Zeit auch langweilig, aber
Bisher komme ich noch mit aus und gut, ich habe es für 25 Euro gekriegt, also werde ich jetzt noch nicht hier nörgeln, aber es wäre schön, wenn es halt fix wird. Und gut, mehr habe ich jetzt eigentlich nicht zu sagen. Ich wiederhole sonst nur die Sachen, das bringt ja auch nichts. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, irgendwie, weil ich was, doch noch was vergessen habe, dann schreibt es einfach in die Comments. So, warte mal, ich gucke mal kurz auf die Zeit. Ja, komm, einmal machen wir noch. Das ist ja jetzt gerade mal 6 Minuten oder so. Hier einmal die Strecke noch. Und ja, eigentlich so schlimm ist es ja auch nicht mit Trackmania, denke ich. Ich habe es auch lange nicht mehr gebracht. Ein paar von euch haben es wahrscheinlich das erste Mal noch gar nicht von mir gesehen. Und naja, falls ihr es dann doch langweilig findet, ist es halt so. Das ist jetzt auch nur ein kurzes Informationsvideo, deswegen strenge ich mich hier jetzt auch nicht wirklich an. Und ja, ich mache jetzt die Strecke noch zu Ende und dann war es das eigentlich auch, weil wofür noch länger aufnehmen, ne? So. Ah, Trackmania ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Es macht richtig Spaß. Und okay, erstmal voll dagegen knallen. Aber bevor es jetzt zu Ende geht, mache ich nochmal einen Donut. Da? So. Das ist lustig in dem Spiel, dass man die Donuts da machen kann. Naja, gut. Wie gesagt, schreibt mir kurz Fragen, wenn irgendwas unklar ist. Und dann hoffe ich natürlich, dass das Video euch. Ah, hier ist das GPS, okay. Hoffe ich natürlich, dass das Video euch trotzdem gefallen hat. Trotz, dass es nicht Naruto ist, sondern Trackmania. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich sag's wie immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.